Ja, wir sitzen hier heute mit Mandy Capristo und Lasito. Schön, dass ihr da seid. Freut Danke uns. Für die Einladung. Gerne doch. Ihr habt gut hergefunden, nehme ich an, oder? Ja, klar. Entspannt. Sehr gut. Neue Single, Sie ist Amor, ein Duett. Mhm. Wollt ihr den Song mal beschreiben? Mhm. Es ist eine Hommage an das Unwissen, würde ich sagen. Zwischen zwei Personen, ist man nun verliebt? Wenn ja, wer macht den ersten Schritt? Machst du den ersten Schritt? Schuldzuweisung hin und her und das Ganze, glaube ich, ganz... ein bisschen witzig verpackt, sage ich mal, nicht zu ernst und mit einer Prise Spanisch. Ja, kannst du da noch was hinzufügen, Mandy, oder hat er schon alles? Du, eigentlich war das jetzt genau auf dem Punkt, wie der Song. Ja, super, dann würde ich einfach sagen, da schauen wir doch jetzt mal ganz kurz rein. Ja, das ist der Refrain, der geht ins Ohr, oder? Geht ins Ohr und bleibt ist im so? Ohr? Ja, ich finde schon. Also ich meine, wir haben ihn ja über 3000 Mal gehört. Insofern kann man es dann schwer einschätzen, ob der auch bei anderen ins Ohr geht. Aber anhand der Reaktion kann man schon sagen, dass er bei vielen ins Ohr geht, ja. Ja, wäre eigentlich doch der nächste Sommerhit, oder? Für 2019. Ja. Kommt drauf an, wie schnell wir durch den Winter kommen. Das stimmt. Das kann, wenn das so lange dauert wie der Sommer, dann dauert es ein bisschen. Wie fühlt es sich denn an, so im Duett zu singen? Ihr seid es ja auch beide schon durch die Gruppenerfahrung gewohnt. Ja, wie man es merkt, ist es auf jeden Fall immer lustig. Es hat immer irgendeiner einen blöden Spruch auf Lager. Ja, egal zu welcher Uhrzeit. So soll es doch sein, oder? Das ist doch gut. Ja. Jetzt kennt ihr das natürlich auch. Das ist ein normales Spiel, das spiele ich mit meinen Freunden eigentlich, wenn wir kurz vorm Feiern gehen und uns betrunken machen wollen. Aber jetzt frage ich das euch hier im nüchternen Zustand, nämlich ich habe noch nie, ja, ich habe noch nie jemandem eine falsche Telefonnummer von mir gegeben. Daumen hoch mit ich habe oder Daumen runter, ich habe noch nicht. Ja? Klar. Warum? Oder der Grund? Ja, man möchte halt immer noch irgendwie nett sein. Respekt. Respekt. Respekt vor dem Gegenüber. Okay. So will ich es abkürzen. Ja, lass mir mal so stehen. Ich habe noch nie meinen Promi-Status ausgenutzt. Quatsch. Hast du das schon mal gemacht? Mhm. Was denn? Hast du ein Beispiel? Wo hast du es denn mal gemacht? Bei der Flughafenschlange einfach mal Ach, gesagt, wo habe hey, ich es nicht gemacht? Das ist schon beantwortet. Schon beantwortet. Ihr habt beide noch nie einen Blackout auf der Bühne gehabt. Oh. Und was ist jetzt so? Hast du schon mal? Ich verstehe das Spiel. Ja, wie ist es denn passiert? Oder kennst du Kempten? Ja. Woher kennst du es? Das ist die Ortschaft Kempten, meinst ja. du? Ja, genau, es ist im Allgäu. Genau, ich habe da früher ganz oft Urlaub gemacht. Wir waren in der Big Box in Kempten. Ja. Und die war echt voll. Und ich habe einfach geschrieben, München, was los? Und da habe ich erst gerafft, München. Und dann habe ich gesagt, also gestern waren wir in München, Kempten. Das war ein Blackout auf jeden Fall. Ja, aber ein lustiger, gut gelöst auf jeden Fall. Ja, ich hoffe. Und bei dir ist das auch schon mal passiert? Ja, lustigerweise bis vor 4 Wochen, ich glaube noch nie. Oh, okay. Ja, ich war im Theater und hatte einen Drehtag, ein Kamerateam war da und ich war halt immer so zwischen meiner Rolle und dem Interview und bin habe bei Aladdin mitgespielt und bin vom Teppich runter und hatte die Kussszene und Blackout. Oh nein. Ja, es war richtig tricky. Also auch die Shows danach waren dann so ein bisschen so. Angst vor dem Moment, dass es nochmal ja, passiert. Aber ich hatte zum Glück einen tollen Aladdin, der mir schnell aus der Patsche geöffnet hat. Das ist dann natürlich super, wenn ja, man dann super. So gut funktioniert. Ihr seid schon mal beide länger als 24 Stunden wach gewesen? Ja oder nein? Ja. Ja? Mhm. Nach dem Feiern oder weil ihr feiern wart? Oder? Nummer 1, glaube ich, sind Videodrehs. Oh, okay. Ja, ich glaube. Klassisches Videodreh auf jeden Fall. Ja. Die haben es auf jeden Fall immer in sich. Ja. Ja, jetzt haben wir eine Single von euch beiden gehört. Gibt es denn vielleicht irgendwann mal noch eine von euch beiden zusammen im Duett? Dürfen wir uns da vielleicht auf was freuen? Du hast eigentlich schon die Frage beantwortet. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Es steht also noch nichts fest, ja? Dass es da eine Nein. zweite Zusammenarbeit gibt. Wir sind gerade im Moment. Ihr genießt jetzt einfach die das Tour. Fühlt sich gut und an. Es fühlt sich gut an. Ja, das merkt man. Ich danke euch, dass ihr da wart. Danke Hat super euch. Spaß gemacht. Danke euch. Und bis bald vielleicht mal. Ja. Alles klar. Ja.